Zack, wir positionieren uns hier eigentlich schon wieder gar nicht so schlecht. Handelswagen plündern, wie viel Gold bekommen wir dafür? 80. Gutes, ja, ich sag mal, hat sich gelohnt. Ach, hier hinten im Bautrupp, sehr schön. Wenn wir Russland endlich mal größer machen. Hier hinten noch mit Diamanten und so. Ach, hier möchte ich gerne. So, und die können wir mal befördern. Oder für 200 Gold Armbrustschützen draus machen. Ganz schön heftig auch. Na, jetzt haben wir es gemacht. So, in der Stadt, was haben wir hier denn ausgewählt? Ach du Scheiß, was hier am Barbaren hier unten rumtänzelt. Ich glaube, um Ja, ich unsere hab. russischen Städte müssen wir uns gerade Sorgen machen. Gut, dann mache ich hier auf jeden Fall mal eine schöne Einheit. Wir können Reiter zum Beispiel noch gar nicht machen, weil wir haben noch gar keine Pferde. Klar. Noch nirgends haben wir in unserer Zivilisation Pferde gefunden. So mal ein paar Schwertkämpfer, weil man die in keiner unserer Städte, die sind alle schon so weit, wir kriegen in keiner unserer Städte mehr Schwertkämpfer. Deswegen. Hier, damit unsere Karte endlich mal vollständig wird. So, nächste Runde. Die Kaiserin will euren Kopf. Ihr werdet in eurem eigenen Blut ertrinken. Erklärt einen formellen Krieg gegen euch. Scheiße. Ja, auch. Super. Wir entfesseln, erklärt einen formellen Krieg, okay. Noch jemand? Will noch jemand? Wer will, wer will? Warten noch nicht. Gut, ja, jetzt können wir hier natürlich irgendwann auch Frieden schließen, hoffe ich. Scheiße. Okay, jetzt krieg ich doch ein bisschen Schiss. Okay, die sind halt jetzt nicht so, dass die nah dran sind oder so oder gefährlich werden könnten, aber man weiß ja nicht, vielleicht passiert irgendwann mal was. Ich habe schon ziemlich viele Einheiten. Mal gucken. Immer noch einen schweren Streitwagen. So. Gut, die Einheit soll ja mal ein Stück rausgehen. Nicht, dass hier noch verreckt. Um vorsichtig zu formulieren. So, hier hinten. Weiß nicht, ja, okay, nach oben könnte noch. So, der Bautrupp. Ich baue einfach überall Bauernhöfe hin. So. Weiß nicht, welche Stadt wir hier am meisten jetzt verteidigen müssen. Eigentlich Washington und Cincinnati. Die beiden Städte müssen wir Naja, eigentlich am meisten verteidigen. die Hauptstadt, wenn die weg ist. Na gut, wenn die weg ist, dann ist es noch nicht so schlimm, so viele andere Städte, wie wir haben, aber. Ist jetzt halt auch nicht so gut, ja. Ach man, ich glaube, wir müssen langsam wirklich anfangen, China anzugreifen. Alter. Jetzt greifen irgendwelche Idioten bei uns an.
Barbaren, mit denen haben wir gerade ein kleines Problem. Sind sehr kampflustig. Ja, die tänzeln überall rum. So los, ich... Lass mich noch mit den Gegnern verbinden. Ich tuckel hier jetzt mal ein bisschen hier in China ein. So, pass mal auf, ich trinke mal einen Schluck. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich mich für den Trinken nicht gemutet habe. Also, große Veränderungen auf diesem Kanal. Aber guck mal, wie weit die schon runter sind. In der nächsten Runde ist auf jeden Fall die Mauer erstmal platt. Da haben wir hinten noch zwei Einheiten. Also ich glaube, die Stadt hier mit der haben wir eigentlich kein Problem. Naja, so allzu gut sieht das nicht aus. Na warum? Warum denkst du, es sieht nicht so gut aus? Die Einheiten sind schon ziemlich angeschlagen. Ja gut, aber guck mal, die Stadt hat nur noch die Mauern danach. Ganz ehrlich, okay, dann sterben halt alle Einheiten. Denn dann kriegen wir erstens wieder mehr Geld pro Runde. Und zweitens, ja, mir fällt jetzt kein zweitens ein, aber irgendein Grund hat's bestimmt. So. Einheit benötigt Befehle, die oben. Welches Land ist das hier? Frankreich. Mit Frankreich haben wir keinen Krieg. Gut, dann weichen wir erstmal hier gekonnt aus. So. So. Gut, jetzt haben wir ein paar Einheiten verloren, aber ein bisschen schund ist immer. Ich denke jetzt mit der Runde hat sich das, ist das auch eigentlich wieder ganz gut. Okay, fortfahren. Feudalismus ist uns gerade nicht gerade hilfreich. Wir haben hier gar keine Einheiten mehr. Zack. Das ist jetzt die zweite Einheit, die drauf losgeht. Ja, also ist alles gerade noch ganz locker flockig. Gucken wir mal, wie schlecht es für die Stadt schon aussieht. Und wir haben hier hinten noch Einheiten, die drauf zukommen. Ja. Ja. Also rein theoretisch sieht es für uns gerade sehr, sehr gut aus. Gucken wir, also ich denke, die Stadt haben wir auf jeden Fall. So. So, wir können neue Politik, Marine-Tradition nehmen wir mal. Können wir eine neue Produktion wählen? Hier, was haben wir hier denn? Was zu marinieren? Eine heilige Stätte wollen wir das. Ach nee, wir müssen eigentlich. Ich weiß nicht. Wollen wir eine heilige Stätte bauen? Ja, wir schinken. Aber wir müssen die Stadt erstmal wachsen lassen. Na gut, dann nehmen wir Handwerker. Außerdem, okay, hier haben ein paar Barbaren ein paar Sachen geplündert, dann können wir die erstmal wieder aufbauen. Gut, hier oben in der Stadt können wir auch, okay, dann nehmen wir hier auch einmal Handwerker. Wenn die Stadt hier oben wächst, das wäre, glaube ich, auch gar nicht so schlecht. Gut, welche Stadt noch? Okay, in der. Gut, ich nehme auch mal in der hier Handwerker, oder? Wie lange dauern Handwerker? 14 Runden. Bauen wir ein Monument mal schnell, es dauert nur 9 Runden. So, hier bauen wir einen Bauernhof. Damit unsere größte Stadt mal wächst. So. Also, derzeit sieht es so aus, als würden wir auch China bekommen. Welches Land ist denn das hier?
das ist Seoul oder so. Das ist ja, die stehen wahrscheinlich unter Einfluss. Ah, von China, okay. Verwunderlich, dass die nicht schon ein paar Truppen geschickt haben, alle, die den Krieg erklärt haben. Ja, ja. So, mal gucken. Ja, möglichst wenig Truppen verlieren. Oh, einmal Armbrust drauf und China ist weg, wow. Nee, gut, eine müssen wir noch aufhauen. Mhm. Eine Truppe, dann machen wir mit möglichst wenig Verlust, glaube ich, mit der. Und? China gehört wiederholt uns. Verschanzen. Sehr schön. Gut, jetzt heilen wir hier erstmal ein paar. So. Können wir gleich noch entscheiden, ob wir die Stadt behalten wollen, aber ich denke, das wird wieder ein klares Ja, oder? Ja. Stadt behalten, na klar. Boah, gehustet habe ich auch noch nie in der Aufnahme. Ich traue mich mit dem neuen Equipment noch nicht, so viel zu machen. Also so mit wegdrehen oder so. Lieber nicht. Gut, dann repariere ich hier mal den Kornspeicher. So, jetzt ist die Frage. Gehen wir hier erstmal auf Handan oder Changsha. Ist noch ziemlich klein. Changsha hat erst 20 Verteidigung, ja. So richtig schön klein. Ich würde sagen, wir gehen erst darauf. Die hat halt noch nichts, ja. Das rein theoretisch, die haben wir in einer Runde ja eigentlich platt. Müssen dann nur erstmal nach oben kommen und dann von da nach hier unten ist vielleicht auch erstmal leichter hinzukommen. Gut, China, okay, die schicken ja gerade Truppen in die Stadt hier unten. Naja, die lassen sich das nicht gefallen. Alter. Wir haben hier unten mit den Truppen ein kleines Problemchen. Boah, ich will mit denen jetzt nicht auch unbedingt einen Krieg anfangen, aber... Ja, das sieht nicht gut aus. Mal gucken, wie wir hier irgendwie möglichst schnell wegkommen. Wow, das war schlau. Okay, einmal gucken, hier so. Ja, mal Streitwagen, super, die schicken wir. Ach so. Alter. So, und in der Stadt machen wir jetzt erstmal schöne Handwerker. So. Wer will fleißige Handwerker sehen, der müsse ins Kindern gehen. So. Mal gucken, was hier schön kurz nur dauert. Ein Speer, 12 Runden, aber wir können nicht immer Speer machen, wir haben schon so viele. Ja, vor allem können die nicht kämpfen. Monument, wir machen ein Monument. Und doch kämpfen können, das dauert halt nur Wochen. Wir stellen jetzt hier die Einheit hier rein in die Stadt. Das ist eigentlich der Weg, den wir hier bauen wollten. Warte, einmal gucken, was ist denn hier mit dem Einfluss? Doch, wir haben da immer noch den meisten Einfluss. Guck mal, wenn wir Einfluss auf die hier oben haben, können wir die denn nicht? Aha, siehst du, jetzt gehört uns nämlich deren Militär. Ja. Haben dafür zwar gerade 380 Münzen bezahlt, aber gut. Passiert. Oh ja, das hat die Kasse ordentlich geschröpft. Ja, eventuell war das auch ein kleiner Fehler, aber gut passiert.
Aber ich sag's mal so, wir brauchen hier oben eigentlich Militär von hier oben, die haben ja Krieg angekündigt, ja. Okay, die Frage ist jetzt natürlich auch, wie schnell sind die auch hier mit ihrem Krieg? Aha, Frieden schließen will er. Aha. Vorschlag ablehnen. Will keinen Frieden. Der kann da schönes Dreifache bieten. Das Dreifache, das ist ja noch untertrieben. Rein theoretisch, ich würde Frieden schließen, wenn ich so viel Geld wieder bekomme, wie ich gerade ausgegeben habe für die Einheiten hier unten. Ja. Dann würde ich Frieden schließen. Ist ja ein Geschäft, was sich für mich lohnt. Für wie viele Runden sind die? Hören die mir? Früher war nur ganz Blitz, aber jetzt. Nee, irgendwie, da ist ja eine kleine Uhr dran, das heißt für mich irgendwie, es gibt so ein Zeitlimit. Hm. Und auf den lasse ich immer so lange stehen, bis ein Gegner kommt. Dann besinnen sie sich wieder, dass es eigentlich gar nicht dahin gehört. Zack, so. Bevor uns die Barbaren hier die Stadt angreifen. Nee, mit Brasilien wollen wir jetzt keinen Krieg anfangen. Das ist nicht das, was wir wollen. Was ist denn das hier eigentlich? Hm. Einheit benötigt Befehle, die hier für einen Bauernhof bauen. Haut hin, zack. Ah, mal gucken. Mano. Warte, ich zieh mal das Mikrofon nochmal ein bisschen dichter am Mund. So. Ach man. Weißt du, hast du mitgeguckt, wie lange wir schon aufnehmen? Die habe ich im Moment noch nicht gesehen. Hast du mal geguckt, wann wir angefangen haben? Du bist ja aufmerksam. So. Ja, aber gut. So, erstmal mit denen hier in die Richtung. Mit denen hier in die Richtung. Mit denen hier in die Richtung. Gut, der kann hier auch einmal zurückgehen noch. So. Zack. 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 Sperrkämpfer bewegen sich viel zu langsam. Tja, die müssen ja auch den Sperr mit rumziehen. Na, hier ist der Kilimanjaro. Ach. Ach Mann. So. So, Produktion wie in Washington, da haben wir jetzt nämlich... Ist hier nur die Ressource Stein? Ach nee, da steht auch schon was. War der Zug natürlich dumm, ja.
Ah, siehst du hier, das ist schon jetzt ein Fleck. Die sind schon zusammengewachsen. Machen wir hier mal. Also wir bauen jetzt eine heilige Stätte. Aber auf welchem Feld ist die Frage? Auf irgendeinem, was natürlich bebaut ist. Beziehungsweise nicht nur nicht bebaut ist, sondern was auch vielleicht nicht so ressourcenstark ist.